Ja, servus liebe YouTube-Freunde. Heute kommt das Video mit dem Spritzen-TÜV beim Landtechnik Niklas. Es wird kommen der Probelauf der Spritze und selbstverständlich auch dann die Fahrt daraus. Das kommt auch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So Leute, also Probelauf haben wir jetzt gerade eben gemacht. Ja, Sprühdomse alle hervorragend. Wenn ich den Haupthahn zumache, tropft da nichts mehr nach. Allerdings, die ganz linke äußere Teilbreite, die schließt nicht. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht ist es eine Dichtung innen hier in der Armatur. Ich bringe mal den Hahn auf. Ja, so spritzt sie eigentlich optimal. Aber wie gesagt, ein bisschen Ärger macht sie, weil die linke Teilbreite schließt nicht. Aber jetzt haben wir alle Teilbreiten geschlossen. Und wenn ihr jetzt den Haupthahn aufmacht, ja, die sprüht noch. Da funktioniert der Tropfstopp scheinbar nicht und die Teilbreiten sind irgendwo undicht. Ja, und wie gesagt, die linke Teilbreite macht mir immer noch Ärger. Die sprüht komplett. Ja, in einer Stunde ist TÜV. Oder muss ich losfahren? In der Zeit brauche ich nichts mehr zerlegen, das hat keinen Sinn mehr. So. Welle aus. Dann nehmen wir sie wieder an. Ja, Entschuldigung, dass es ein bisschen laut war. Ja, so wie es ausschaut, ist wahrscheinlich in der Teilbreitenschaltung oben das Ventil kaputt oder was. Weil wenn die so viel Wasser durchläuft, kann sein, ich habe die Armatur selber nicht offen gehabt. Kann durchaus sein, dass diese Gummiringe, O-Ringe oder was auch immer da oben drin sind, ich habe mir jetzt gar nicht so genau angeguckt, dass die einfach schon so alt sind, durch das, dass die länger nicht benutzt worden sind, dass die alle porös sind und deswegen das Wasser rauspfeift. Also wie gesagt, ein paar Teilbreiten machen zu, aber ein bisschen Druck lassen sie durch. Normal müssten die dann komplett abschließen. Zumindest habe ich das so in der Prüfung gelernt. Ja, ich fahre wie gesagt dann noch hinaus zum TÜV und dann man wird sehen, was rauskommt. Also viel mehr Möglichkeiten habe ich ja nicht.
passieren. So eine Scheiße. Ich glaube, da sind wir schon. Über sich anmelden muss. Da stehen schon die nächsten mit Spritze. Also, da würde ich mal schwer davon ausgehen, das wird noch einen Moment dauern. Ja, Leute, also beim Spritzen konnte ich heute leider nicht filmen. Da war leider heute ein Mann vom Amt da, der hat bei mir damals die Prüfung gemacht und es war leider nicht möglich zu filmen. So leid wie mir es, würde ich jetzt gern gemacht. Ja, was ist gemacht worden? Es ist geprüft worden, einmal die Durchflussmenge, dass die stimmt und der Druck vom Manometer, dass die 3 bar auch wirklich 3 bar sind. Bemängelt worden ist natürlich, das habe ich ja befürchtet, die Teilbreitenschaltung, die hat er nicht geschlossen. War ja meine Befürchtung. War jetzt eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, nee, also mit so einem Fehler TÜV gibt es dann natürlich nicht. Dann habe ich gesagt, na, was können wir denn machen? Ja, wie lange fährst du? Dann habe ich gesagt, naja, circa halbe, dreiviertel Stunde. Da hat er gesagt, naja, wenn du den Weg sparen willst, wir können eins machen, nicht weil ich die Teile bestellen will und verkaufen will, aber bestell sie hier bei uns und wenn du sie hier mitnimmst oder abholst, dann erteile ich dir die Plaketten auch, ohne dass du immer mit Bulldogs fährst. Wir haben dann noch den Düsenausstoß gemacht, also der ist so weit im Kopf. Die Düsen laufen, das ist in Ordnung. Die Tropfstopp hat er gesagt, funktioniert auch hervorragend. Wie gesagt, die Gleichdruckarmatur, sie schaltet halt nicht ab. Wenn ich die Teilbreiten zumache, es läuft einfach weiter. Das dürfte halt nicht sein. Ärgerlich. Aber wie gesagt, hilft ja nicht. Ja, ich habe jetzt quasi Teile mitgenommen. Was noch bemängelt worden ist, das war mein Manometer. Das Manometer, das steht schon auf einem Bar, obwohl es ja gar keinen Druck nicht hat. Da haben sie gesagt, man muss ein neues rein. Jetzt habe ich in der Gemeinschaft angerufen und habe nachgefragt, ob wir das dann machen, weil das ist relativ teuer. Das Manometer ist das teuerste Stück. Ja, jetzt habe ich das abgeklärt. Wir dürfen mal, also ich darf mal eins mitnehmen. Wir machen die Spritze wieder. Ja, jetzt habe ich eins mitgenommen, aber nicht mehr das Quantometer, was drauf ist, weil das wäre noch einmal teurer gewesen, das wäre ca. 580 Euro gelegen. Und eigentlich brauchen wir das nicht unbedingt. Ich habe jetzt ein ganz normales Quantometer dabei, das Kostenpunkt, und fragt mich nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was der TÜV jetzt dann im Endeffekt gekostet hat. Da muss ich meinen Vorderer mal fragen, der muss die Unterlagen dazu haben. Jetzt kann man das mit Sicherheit sagen. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt ganz froh, es ist fertig. Es hat leider ein wenig länger gedauert. Vor mir waren noch 3, beziehungsweise 4 andere. Eine mit einer großen 120 Meter Anhängespritze. War Radispritze. Ich hatte aber auch massiv Probleme gehabt und da war eben dieser Mann vom Amt da und hat da einiges auszusetzen gehabt. Ja, da musste das alles so weit gerichtet werden, dass du durchgekommen bist. Ja, dann kamen noch 2 andere vor mir, die hatten Probleme mit der Membran von der Pumpe. Ja, dann noch eine, da mussten sie die Düsen noch einmal kontrollieren, da hat irgendwas nicht funktioniert. Naja, und dann war ich dran. Wie gesagt, gleich beim Messen, Manometer, falscher Druck, habe ich gesagt, ja, ich weiß, das zeigt irgendwie was Falsches an, das passt nicht. Einstellen konnten sie es nicht mehr. War leider nicht mehr möglich. Dann hat es geheißen, dann hilft nur eins, austauschen, neu machen oder kein Dürfen.
Naja, und dann gesagt, ich habe es abgeklärt. Ich habe jetzt ein neues dabei. Das ist nicht mehr ganz so groß wie das andere, ein kleineres. Aber das spielt im Endeffekt keine Rolle. Solange es mir den Druck anzeigt und den richtigen Spritzdruck anzeigt, ist das in Ordnung. Ja, und wie gesagt, diese Leichtdruckarmaturen, das sind so, ja, das sind jetzt genannt, Gottes Willen, Fallen. Das sind auf alle Fälle so Stifte, oben drauf mit einem Dichtgummi. Da hat er mir jetzt 8 Stück mitgegeben. Die soll ich dann nochmal austauschen. Und da war so Papierdichtungen zwischen den Teilbreiten. Da hat er ja gesagt, die waren ja eigentlich dicht. Ich soll halt schauen, vorsichtig rausmachen, die werden schon wieder dicht. Ja, dann schauen wir halt einfach mal. Also wie gesagt, die Spritze muss laufen. Ich habe extra gefragt, weil wie gesagt, ich darf sowas nicht alleine entscheiden. Das ist ja nicht mein eigenes, das ist ja nicht von der Gemeinschaft. Bloß wenn die sagen, ja, es ist in Ordnung, wir machen es, wir investieren das, dann mache ich das natürlich. Ja, wie gesagt, weil es jetzt dann noch einmal Arbeit auf mich zugekommen. Manometer-Austausch ist eine große Sache. Und halt, war die Kleinteile da, die Leichtdruckarmaturen zerlegen. Baue ich aus, zerlege sie, baue die neuen Stößel, glaube ich, oder wie er gesagt hat. Ist ja egal. Baue die dann ein. Und das sollten die normalerweise auch wieder funktionieren.
Ja Leute, also den TÜV habe ich ja jetzt die Plakette quasi mitbekommen zum Draufmachen. Ich habe sie schon drauf gemacht. Da ist die Plakette, die gelbe, ist die neue. Ich bin dann im ersten Halbjahr 2021 wieder dran damit. Ja, benutzen darf ich sie aber noch nicht. Hat einfach den Grund, einmal das Manometer ist ja kaputt. Das hat ja schon nichts mehr richtiges angezeigt. Es hat geheißen, stell sie mal auf 3 Bar. Dann hat er es gesehen und hat gesagt, du, das ist aber fein nicht mehr gut. Also, es ist bestimmt noch Restdruck drauf. Ja, es sind bestimmt noch 1,3 Bar Restdruck drauf. Also das habe ich befürchtet gehabt, aber wie gesagt, das ist eine Entscheidung, die muss die Gemeinschaft treffen, nicht ich. Da ist jetzt ein neues dafür da. Ist nicht mehr dieses Quantometer, das brauchen wir eigentlich eh nicht, weil Bandbreitenspritzen tun wir nicht. Wir haben jetzt da einfaches dafür, ist das da. Ich habe auch mal bei Granit reingeguckt, ich bin auch mal gespannt, was es jetzt beim Niklas draußen gekostet hat, weil bei Granit kriege ich das Ding für 44 Euro. Sage ich jetzt mal nichts dazu. Das Quantometer könnte ich selber auch bestellen, das wären dann irgendwas um die 181 Euro. Naja, sonst hätte ich die Plaketten nicht gekriegt, da hätten wir den ganzen Gespann nochmal ausfahren müssen. Habe ich auch keine Lust dazu, weil es kostet mich Reifenabrieb, es kostet mich Sprit und es kostet vor allem einen Haufen Zeit. Und wenn man es nicht machen muss. Und wie gesagt, das habe ich extra abgeklärt. Ja. Dann war ja übrigens, das was ich noch gesagt habe, diese Teilbreitenschaltung. Ich habe eine Gleichdruckarmatur und ich kann diese einzelnen Teilbreiten abschalten. Das ist eine, also das ist ein so ein Ventilhebel. Oder das ist die eine Teilbreite davon, kann man sagen. Ich habe das ganze Teil aus der Spritze ausgebaut. So sieht es dann da aus. Habe mir es extra ein wenig markiert, dass ich ja die richtigen Teilbreiten wieder aufstecke. Ich meine, das kann ich auch mit rumprobieren machen, aber so geht es doch am einfachsten. Ja, was ist kaputt? Das sind diese Ventilschäfte. So heißt das nämlich eigentlich richtig. Die da. Falls es die Kamera scharf stellt, der hat auch einen Riss. Hat zwar noch ein Gummi drauf, ist aber auch eingerissen. Das ist die lange Lagerung und die lange Innenbenutzung. Ja, der wäre vielleicht nicht einmal so schlecht gewesen. Aber was soll's, dann kommt er trotzdem neu. Wenn, dann machen wir es gründlich. 8 Stück haben sie mir ja mitgegeben gehabt. In die Schaltungen sitzen immer 2 Stück drin. Eine hier drüben, eine da drüben. So ein Ventil. Ja, die 4 Stück hier unten, die sind komplett fertig. Ich habe dann teilweise, wo es nötig war, nur hier Dichtringe reingemacht. Also es sind ja nur so einfache Papierdichtringe. Und wie man hier sieht, der ist zum Beispiel kaputt. Ja, also da habe ich gleich welche ausgetauscht. Da habe ich dann noch 2 Stück über. Muss ich mal gucken, was ich damit anstelle. Ja, bei Granit habe ich dann selber noch einmal Bestellung gemacht, weil wie gesagt, ich will es gescheit machen. Er hat zwar gesagt, das langt, wenn du die Teilbreiten magst, die wirklich. Aber wie gesagt, pfuschen können andere, das mache ich nicht. Wenn, dann mache ich es gleich gründlich, wenn ich das Ding schon mal ausbaue. Ob ich mir jetzt die Arbeit dann noch mache, die 2 Ventile auch zu wechseln oder nicht. Ich meine, ich ärgere mich dann bloß irgendwann, wenn dann die auch gar undicht werden und ich kann den ganzen Scheiß nochmal rausbauen. Ja, also ich habe mir jetzt da 2 Stück bei Granit bestellt. Kostet ein so ein Ding. Im Einkauf 8 Euro, jetzt müsste ich lügen, 8,81 Euro oder sowas. Ich habe insgesamt 10 Stück verbaut. Naja, sage ich jetzt mal nichts dazu, ohne Worte. Naja, und jetzt, wie gesagt, jetzt warte ich drauf, dass die Teile kommen. Ich habe mir noch ein paar so U-förmige Stecker bestellt, die oben drin kaputt waren. Die tausche ich dann auch gleich aus. Dann ist die Spritze quasi wieder, naja, werksneu will ich nicht sagen, aber zumindest technisch soweit in Ordnung, dass wieder alles funktioniert. Jetzt sage ich bloß ein Hoch auf den Schraubstock. Ja, ich habe hier das Ventil. Wie funktioniert das jetzt? Hier unten sind so U-förmige Stecker drin. Die kann ich mit dem Schraubenzieher einfach raushebeln. Das ist ein bisschen fest, aber das geht.
habe ich hier drinnen die Ventile, die müssen jetzt raus. Zack. Und da haben wir dasselbe Spielchen. Der hier drüben, das ist quasi, ja, wie rum war es denn jetzt drin? Moment. So rum. Das ist quasi der vom Rücklauf, da läuft man auf jeden Fall immer Spritzbrühe dann in den Rücklauf zurück. Das dichtet nicht gleich komplett ab. Das ist ein Schmarrn. Wie gesagt, das kommt dann neu, also da tun wir gar nicht rum. Schwergängig sind sie außerdem. Die anderen haben wir jetzt ein bisschen, ja, ich sag mal, geschmiert von unten. Die lassen sich jetzt wieder leichter bewegen. Ja, wie baut man die jetzt dann aus? Also ich habe das jetzt so gemacht. Wasserbombenzanger hochdrücken. Dann sind hier zwei so Kunststoffgleitscheiben. Die kann ich rausnehmen. Und der Stift. Und wenn ich dann wieder entspanne, kann ich das Ventil hier rausnehmen. Dann sitzt hier unten drauf. Na, ist fest. Einmal ein kleiner O-Ring, der abdichtet. Das ist dann das Unterteil zum Abdichten unterhalb von der Feder, von der Spannfeder nochmal. Die Spannfeder selber. Und das ist dieser Ventilschaft. So, nun war Granit endlich da. Allerdings ist jetzt zeitlich ziemlich spät worden. Jetzt ist 11 Uhr, in einer halben Stunde muss ich los auf die Arbeit. Ja, das ist die Krux, wenn man über nichts drüber bleiben kann. Aber es ist halt so. Ja, die AU-Stecker, was ich jetzt brauche, sind diese Ventilschäfte. So sehen die im Neuzustand aus und hier nochmal im Vergleich die alten. Also die sind wie gesagt gerissen und diese neu. Ja, wie mache ich das jetzt? Feder drauf. Den Gummiring kann man mal ein bisschen ausfleien. Nehmen wir den Dreck unten raus. Den Gummiring. Oben drüber den O-Ring. Das Ganze dann möglichst, stopp, andersrum, angepeilt gerade rein. Dann brauche ich die Grusa Wasserbombenzange. Also da gibt es mit Sicherheit in den Werkstätten ein Werkzeug dafür. Das ich aber natürlich nicht habe. Aber ich denke mal, das spielt Ackerrollen, das geht auch ohne. Den Bolzen rein. Den einen Kunststoffring. Der zweite. Und dann sachte hier einschnaggeln lassen, so. Dann sitzt der schon wieder drin. So, jetzt muss ich das Ganze natürlich umschalten. Nachdem das eh kaputt ist und wegkommt, knietsche ich ein wenig drauf, weil dann geht es ein wenig leichter. Umgeschaltet. Selbe Spielchen beim Ausbau. Reindrücken. Rausziehen. Stopp, du bleibst da. Wo bist du jetzt wieder hin? Da. Lösen. Wenn man mal den Dreh raus hat, dann geht es eigentlich wunderbar schnell. Ist eigentlich keine große Sache. Der alte weg. Da haben wir den neuen. Zack. Schön mal einen Ausflyer. Scheibenreiniger. Riecht gut. Da wieder gerade anpeilen. Einigermaßen passt. Wasserpumpenzange raufdrücken. Beim Rausziehen fällt der Bolzen immer mit durch. Ah, geht doch. Einen. Den zweiten. Auffädeln. Reingleiten lassen. Und schon sind zwei neue Ventilschäfte verbaut. Also das ist wie gesagt eine große Sache. Hier rum sind sie reingeschoben worden. So rum. Das ist die Einbuchtung da. Das Ganze kommt wieder hier rein. Einmal kräftig reindrücken.
Zack. Dann die zwei Federstecker wieder rein. Praktisch, wenn man so viel Wasserpumpen zusammen hat. Die stellt man sich immer auf eine Größe ein und dann kann man sie wunderbar verwenden. Zack. So, und das war's hier schon. Noch ein bisschen Rostlöser. Und schon lässt sich's wieder schalten. Ja, mehr war das gar nicht. Dann brauche ich in nächster Instanz bloß noch hier meine Teilbreiten oder die Gleichdruckarmatur nehmen. Dichtungen sind drin. Das Ganze wieder ordentlich zusammenstecken. So. Dann Dichtringe. Gut, die brauchen wir erst später. Und der Manometer gehört wieder noch. Und durch den ganzen Klimsbims durch gehört dann noch das gute Stück hier. Das sind diese Papierdichtungen, die kommen wieder rein. Das hier ist der Rücklaufschlauch. Der muss aber angezogen werden. Nicht so fest, das ist schließlich alles Plastik, man will ja nichts kaputt machen. Ja, und schon sitzt unter Gleichdruckarmatur, wo der Muse hingehört. Ja, Dichtigkeitsprüfung gehört noch gemacht und natürlich die ganzen Teilbreitenschläuche aufgesteckt. Die baumeln ja hier noch rum. So, und wofür habe ich mir die jetzt markiert? Ganz einfach. So sehe ich gleich, wo ich sie hinmachen muss. Wo sie wieder hingehören. Und ich brauche nicht groß überlegen. Zack. Das da war rot. Und wieder ist das der. Die stecken ja bloß mit so Federstecker drin. Reinstecken, festdrücken, arretiert das Ganze. Hoffe ich zumindest. Blau. Ja, warum habe ich es denn mal markiert? Wie gesagt, ich will später wieder die richtige Reihenfolge haben. Weil das macht ja wenig Sinn, wenn ich die linke schalte und die rechte geht aus oder so. Ich hätte das jetzt natürlich mit Ausprobieren auch machen können, aber warum doppelte und dreifache Arbeit, wenn man es doch verkürzen könnte auch. Ja. Jetzt ist es Viertel. Also die Zeit rennt mir im Moment ein bisschen davon. Das ist halt, wenn man auf die Arbeit geht, auch noch. Entschuldigung. Ich schmeiß jetzt hier wahrscheinlich rum und die seht gar nicht mehr. Zack, den letzten. So sieht das Ganze jetzt im fertigen Zustand aus.
Teilbreiten sind wieder angestöpselt. Das können wir runter machen. Das war ja bloß für mich so eine kleine Erinnerungsstütze, dass ich weiß, wo was war. Das ist ja kein großer Akt. Das geht ja mit links. Ob die jetzt richtig sitzen, weiß ich noch nicht ganz, weil hier drüben ist es noch ein bisschen knapp am Bulldog.